Pantoffeln und dicke Wollsocken. Besorgen Sie sich dies jetzt für den Winter. Eine Aufnahmesession voller Kälte. Ja, es ist sehr frisch geworden, weil Senf und ich, wir haben gerade darüber geredet, dass er zwei Paar Socken anhat und ich diese komischen Hausschuhe da, die man im Winter überall bekommt in den Läden. Ah, weil ich einfach nur eiskalte Füße habe. Ah, ich glaub, die Schwestern erwachen. Ha, jetzt ist was los. Oh Gott, wie komme ich hier nochmal... Ja, Shadowman, halt dich ruhig da fest, obwohl du... Wie komme ich hier nochmal raus? Ja, da. Rechts, rechts, ja. Links, rechts. Ja, was denn? Links, rechts, da. Ja, ah, danke. Das war jetzt aber auch mehr Gesuche als alles... Ah! Was soll denn das denn schon wieder für eine Kacke? Stimmt, an die beiden Frauen habe ich ja gar nicht mehr gedacht. An die beiden Idioten, wolltest du sagen. Ja, das, an die so beiden lieblichen Frauen. Ja, also wir, da hinten waren wir noch nicht. Aber ganz ehrlich, wir können das Ding da jetzt auch noch nicht drauf gehen. Doch, eigentlich schon. Nein, wir kommen nicht durchs Feuer. Die kommen. Ach ja, stimmt, wir kommen ja nicht durchs Feuer, aber draußen. Da waren wir doch auch schon. Waren wir hier? Nee, wir sind unten. Wir sind unten. Aber an, kommen wir da dran? Stimmt aber nicht. Da sind Aufgänger, Treppenaufgänger, von hinten. Von hinten? Hallo. Ah, nee, das. Nee, euch, ja, vielleicht geht das Feuer dann aus, das mache ich aber gerade noch nicht. Wo hast du jetzt Treppenaufgänge von hinten? Nee, guck mal, bleib mal da stehen, guck mal, das geht doch nach hinten runter, die Wand. Ach so, Da drinnen, da werden irgendwelche Treppenaufgänge sein nachher. Okay. Ja, oh Gott, soll ich dann das Ding hier auch schon drücken? Dann geht bestimmt das Feuer aus. Die erste Prüfung habe ich bestanden. Ach, die erste Prüfung hat er bestanden, hat er gesagt. Okay. Hat ja jemand die Haare gelöscht, müsste jetzt kommen. Das passt einfach immer wieder. Ben weg. Okay, er schießt. Ja, aber so nicht vor der Frau, denkt daran, hinter dir ist immer einer. Wir haben jetzt zwei Probleme. Aber ob sich das unbedingt lohnt, die Viecher da... Die stöhnen, wenn man die abballert. Ja, ist auch kein Wunder, das ist ja sehr erotisch. So, die erste Prüfung hast du bestanden, Sedomen. Ich bin begeistert. So, komm, mein Freund, hoch da. So. Also, der sich immer hangelt. Ja, ich glaube auch, dass das Spiel hängt. Das sieht liegt aus wie ein Auge. Ja, sieht's auch. Ich glaube, dass das Spiel hängt, das ist aber normal. Ich glaube, das liegt an der CD. Immer noch geht's. Na, immer noch. Das geht, glaube ich, auf, das Türchen hier. Das sieht widerlich aus. Na, irgendwie schon. Naja gut, die Vagina-Türen waren auch nicht besser. Ich wollte es nicht aussprechen. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Ja, geht's da rechts oder links irgendwo nach unten? Ja, aber nur da. Würde ich trotzdem mitnehmen. Na, das ist ja wieder die La 8 da hinten mit dem Kado, so einsam und alleine rum. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Tomatensoße jetzt gerade. Das sieht sehr angenehm aus. Curry. Na, ich glaube nur nicht, dass es so angenehm ist. Das Ding hier kriegen wir ja immer noch nicht. Vielleicht mit dem... Das sieht doch mehr aus wie Gekricke. Aber irgendwie würde ich erwarten, dass man es doch noch irgendwie... aufbekommt irgendwann. Ich weiß zwar nicht wieso, aber irgendwie erwarte ich das. Aber jetzt ganz ehrlich, wir müssen da jetzt nicht ernsthaft da von der Seite runterspringen, nur um die Kado zu kriegen, wa? Nee, da denke ich mal, das wird erst gehen, wenn wir durch die Dinger gehen können, durch das Zeug. Es speichern? Also, ja, so soll ich nicht nochmal zurück und gucken, ob es da noch irgendwo einen Gang gab, um die zwei Govi zu holen? Den wird es untenrum irgendwo geben. Ja, aber hier ist ja schon wieder meilenweit nach hinten. Also ich glaube nicht, naja, dass... Naja, die Level sind ja bisher auch ziemlich gut ausgeordnet. Nee, ich meine, erinnert jetzt auch ein bisschen an Alice. Ich meine... Fuck. Ich meine, dass wir jetzt von da, von der Seite runterspringen... Ach nee, wir kommen ja da gar nicht lang. Nee, geht nicht. Vergessen. Hm. Hä? Ach, sehr gut. Wir können ja... Ja, ist in Ordnung. Wir können da anfangen. Ah, okay. Naja gut, das ist okay. Ich war gerade etwas verwirrt, wo die mich abgesetzt haben. Gut, auf die hässlichen Blumentöpfe können wir jetzt scheißen. Na, hier muss man ja einfach nur mitlaufen, das geht ja. Stopp.
Das geht. Jetzt. Naja, ich muss. Ah, verdammt. Aber immerhin nicht runtergekickt. War. Ach, mein Gott. Dann bleib nicht so dicht an dem Vasenheini da stehen. Würde ich nie tun. Donkey Kong. Oh Gott, was haben wir denn? Das bricht garantiert zusammen. Was du immer direkt für Befürchtungen hast. Weil es so ist? Nein, weil es nicht so ist. Aber warum? Also das hätte er aber, glaube ich, auch so schaffen können. Warte mal, was ist denn da drin? Ja, soll ich da mal... Hältst du dich fest, wenn ich so... Wenn ich mich so runterlasse, hältst du dich dann noch fest? Ach, okay, da unten ist ja... Ist okay, danke. Okay. Auch gut zu wissen. So. Finde ich gut. Geh mal bitte an die linke Seite und dann gucke mal nach unten. Da ist doch irgendwas. Ja, so ein Tor. Da unten kannst du schwimmen, aber mehr ist da auch nicht. Naja, da werden wir nachher garantiert in die ganzen Lava-Dinger rein. Nee. Verdammt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil das ist davor auch nicht eingebrochen. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich habe gesagt, pass auf. Ich passe nie auf, das wissen wir doch. Ja, eben. Okay. Wissen wir wenigstens, wie du über die Straße gehst. Ja, immer so. Ich lasse mich immer überfahren. Wow, wow, wow. Ein Wunder, dass ich jetzt noch mit dir reden kann, aber es ist wahrscheinlich ein Geist. Ja, ich bin mein eigener Geist. Ach, sobald das Ding in der Mitte... Oh Gott, da stehen ja vier Stück. Sobald das Ding in der Mitte ist... Ja, da komme ich aber nicht dran. Speichern? Da komme ich aber nicht dran. Aber wie soll er sonst daran kommen? Ja, garantiert gibt es da auch Gänge hin. Na, du sagst das immer so. Ja, guck mal. Das geht doch nach hinten weiter. Da sind ja keine Wände. Ja, nee, Shadowman, nicht da drauf schießen. Ich würde gerne mal versuchen, ob er da auch so hinkommt. Nee, das glaube ich nicht. Also er hat es davor ja auch geschafft. Nimm die Gesundheit. Nach. Ein Balken. Fuck. Aber fast. Fast. Also es hätte fast funktioniert. Okay. Schade. Aber ausprobieren muss man ja alles, nicht? Ja, das ist wie mit den Dingern da bei den Nordern, wo ich auch gesagt habe, die rauf. Und da wolltest du nicht. So, was haben wir? Gesundheit. Ja, da unten, nee, da wollen wir ja nicht hin. Gesundheit? Ja. Jetzt. Gut, lass mich raus. Ja, wie soll er da sonst wieder... Boah, hab das jetzt mal bald. Okay, das wird ja immer weitläufiger. Ja, ist das jetzt schon wieder? Nee, das ist immer noch Tempel des Feuers. Toucher? Also Touché heißt es nicht. Tuscher. Hier wird sich geschminkt, hier wird sich nur geschminkt. Erst richtig schön französisch und dann erstmal richtig scheiße alles aussprechen. Ach, da kann man sich nicht hangeln wegen Feuer, das ist gemein. Ja, das ist richtig nett. Richtig, richtig nett. Na, ich kann ja nur nach vorne. Okay. Ich mach die Ohren zu, wenn du springst. Das kribbelt sonst. Oh oh. Ich hab's Boah, ich dachte aber gerade auch, ich wäre in der Lava gelandet, ganz ehrlich. Aber die Dinger saufen ab. Oh, und da sind schon wieder Schalter. Also hier sind wieder unsere Schokowaffeln. Alter Verwalter, da sind schon wieder Schalter. Ja gut, brauchen wir eh alles nicht. Was passiert? Ah. Okay, basteln wir uns dann selber ein Tor, oder was? Die Schwestern erwachen. Wo? Oder hast du das jetzt renn einfach die Dinger ab, drück die Knöpfe, dass wir zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich rauskommen, würde ich sagen. Oh Gott, das ist eine rote. Renn einfach. Das bringt gar nicht wahrscheinlich gegen die zu kämpfen. Nicht in die Mitte. Naja. Das bringt nichts. Da ist ein Feuerrand, da werden wir nicht lang kommen. Bitte kannst du, glaube ich, ganz getrost sein lassen, da wird nichts Vernünftiges drin sein. Na, aber wenn ich jetzt noch einen Schalter betätige, dann.
Ist das Ding unten? Dann müssen wir in die Mitte, ja. Nein, 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 nein! Das war so klar. Machen wir gespeichert. Ich glaube vorm ersten Schalter, oder? Super. Oder oben noch, nee. Okay. Nicht vor, nicht mal vor dem ersten Schalter haben wir gespeichert, nach dem großen Sprung haben wir gespeichert. Lass die Töpfer sein. Soll ich nicht doch mal versuchen, die gute abzuballern? Nee, lass sie einfach da. Wir tun die schön umkreisen. Nicht, dass hier jedes Mal irgendwelche neuen Radieschen kommen. Okay. Und dann am besten in der Mitte lang rennen. Also nicht direkt in der Arme rennen. Okay. Sieht ein bisschen aus, irgendwie wie so aus einem bekloppten Action. Film. Wir gehen so ein bisschen die Worte. Ha, Halleluja. Okay. Also ich glaube nicht, dass das reicht, wenn ich jetzt noch mal eins runter mache da. Zwei müssen wir noch. So einmal da. Speichern? Ja. Ja, Shadowman, würdest du bitte? Ah, mach doch. Nur weil du nicht richtig davor. Komm jetzt her, du. Die wird jede Menge gesagt haben. Na, die ist ja schon fast. Scheiße. Ja, scheiße ist auf jeden Fall. Aber jetzt stehen wir direkt davor, vor dem Knopf. Ah, Gott sei Dank. Mehr oder weniger. Aber ich glaube, den drückt da bestimmt noch nicht. Da wette ich mit jetzt. Dir, weil... Ach doch, okay. Man so, muss ja wirklich passgenau davor stehen. Na. Okay. War das jetzt? War es das jetzt? Ich würde nämlich behaupten, dass das immer noch nicht ganz war. Doch. Nein. Ja, was hab ich jetzt hiervon? Oh, oh. Was habe ich jetzt davon? Ach, er hat Tattoos. Er hat Tattoos. Er wird garantiert jetzt irgendwas mit dem Feuer machen können. Er wird sich nicht mehr verbrennen. Kann ich so, hier rein? Nimm. Nee, also das geht nicht. Ich habe gespeichert. Nimm dir mal jetzt in den roten Feuerzweig unseren Josef da und die Alte mal bitte mit Feuer benudeln. Ja. Das reicht langsam. Oder mit beiden Waffen vielleicht. Das wäre auch ganz günstig. Ach, mit beiden direkt. Okay, ja, wenn du mit das geht. Gott. Der Beeindruck sieht so nicht aus. Nee, nicht wirklich. Ich bin auch gleich schon wieder tot. Lassen wir das. Springen wir in den Lava. Das bringt nichts. Wir laden nochmal. Naja, dann hätte ich auch so direkt. Da brauche ich mich nicht töten lassen, weil dann so laden geht schneller als so. Bloß, was ist jetzt der Sinn? Was können wir jetzt machen? Ich schätze mal, dass wir uns entweder da dran langhangeln können oder dass wir das hier jetzt verschieben können. Aha, okay. Na super, jetzt können wir wieder zurücklatschen. Moment, war da nicht auch noch diese Feuerding? Mich würde mal interessieren, ob er sich da jetzt hangelt. Definitiv, aber jetzt da lang zu latschen wäre vielleicht etwas... Naja, nicht gut, ich will nur wissen, ob es geht. Ich will wirklich nur wissen, ob es geht. Nicht... Hätten wir nicht von A. Nee, hätten wir nicht. Mhm, das geht nämlich jetzt auch. Ist okay. Geh runter. Geh runter. Shadow. Naja, ich würde jetzt eigentlich auch rankangeln können da. Ich will die Alte erst loswerden. Ich denke jetzt gerade, dass kein Film haben, weil er sich viel zu sehr bewegt. Kommst du her? Die fliegt ja außer Sichtweite oder außer Reichweite. Und damit hat sie es dann natürlich gekonnt. Das. Ich glaube, wir anfangen müssen. Nee. Na, ich glaube, das kann man schon fast. Ja, ist okay. Haben wir auch mal gesehen, wie er dadurch stirbt. Ey, du musst ja echt. Wir werden garantiert auch irgendwie durch diese Tore mit der Flamme kommen. Soll ich mich jetzt erst langhangeln oder erst da... Ja, pack die Waffe gleich weg. Und dann geht's. K-
Gott, er dampft. Ja, also Shadowman, benutzt mal vernünftiges Deo, das ist ja eklig. Das sieht ein bisschen so aus wie die Geschichte, was wir da hatten mit den Mördern. Ja, das stimmt.